Zur Vorbereitung der Krönung wird der Thronfolger von Kanzler Willigis, dem Erzbischof von Mainz, nach Köln gebracht. Seine Eltern bleiben in Italien, denn Kaiser Otto will erneut zum Kampf gegen die Araber aufbrechen. Doch dazu kommt es nicht mehr. Theophanu ist bei ihrem Mann, als dieser am 7. Dezember 983 in Rom stirbt. Da ist sie gerade 23 Jahre alt. Sie lässt ihren Gemahl in Rom beisetzen, in der päpstlichen Kathedrale. Das Grab ist bis heute in den heiligen vatikanischen Grotten erhalten. Der Tod des Kaisers stellt die Macht der Ottonen im Reich erneut auf die Probe. Das Imperium ist geschwächt, wird von allen Seiten angegriffen und scheint dem Untergang geweiht. Alle Verantwortung lastet nun auf den Schultern Theophanus. Am Weihnachtstag 983 sind in der alten Krönungsstadt Aachen die Vorbereitungen für die Thronerhebung des kleinen Otto in vollem Gange. An diesem Ort werden traditionell die Ottonen zum König gekrönt, in der Nachfolge Karls des Großen. Noch weiß hier, in der Krönungskapelle im Dom zu Aachen, niemand, dass das Reich in diesem Augenblick ohne Herrscher ist. Die Todesnachricht ist noch unterwegs, als Erzbischof Willigis von Mainz den dreijährigen Knaben salbt und zum König krönt. Man setzt ihm eine Kinderkrone aufs Haupt, die heute noch in der Domschatzkammer zu Essen erhalten ist. Einen Tag nach der Krönung trifft der Bote mit der Nachricht vom Tod Ottos II. Ein. In nur 20 Tagen ist er die 1500 Kilometer von Italien über die verschneiten Alpen geritten. Eine geradezu unglaubliche Leistung. Durch diese Nachricht ist die Machtfrage wieder völlig offen. Wer jetzt die Vormundschaft über den neuen König bekommt, ist praktisch im Besitz der Herrschaft. Ausgerechnet Heinrich der Zänker ist der nächste männliche Verwandte des Jungen. Mit Ottos Tod ist seine Verbannung aufgehoben. In Köln, wo sich der junge König in der Obhut des Erzbischofs befindet, verlangt Heinrich die Vormundschaft. Nach germanischem Recht hat er diesen Anspruch. Und tatsächlich übergibt man ihm Otto und die Reichsinsignien. Im Besitz der Herrschaftszeichen will der Zänker nun endlich die Macht. Er verbündet sich mit Lothar, dem Westfrankenkönig, und verspricht ihm dafür Lothringen. Theophanu erhält die schreckliche Nachricht, dass der Zänker ihren Sohn an einen unbekannten Ort verschleppt hat. Mit dieser Gewalttat aber ist er zu weit gegangen. Nun stellt sich auch Adelheid erzürnt gegen ihn und kämpft erneut an Theophanus Seite. Die junge Kaiserin nutzt zudem geschickt den politischen Einfluss von Reichskanzler Willigis, um die Fürsten an sich zu binden. Den westfränkischen König Lothar zieht sie durch kluge Diplomatie wieder auf ihre Seite. Heinrich der Zänker muss neue Verbündete suchen. Er findet sie unter jenen Fürsten, die in Theophanu nach wie vor eine Fremde sehen und in dem Kind keinen ernstzunehmenden Herrscher. Den jungen König versteckt er auf einer Burg in Sachsen, auf welcher vermelden die Quellen nicht. Auf einem Hoftag in Quedlinburg setzt Heinrich der Zänker alles auf eine Karte. Er will König sein. Er hat die Großen des Reiches eingeladen, um sich mit ihrer Zustimmung krönen zu lassen. Doch der kleine Otto III. Ist bereits gesalbt und gekrönt und die Fürsten haben ihm den Treueid geleistet. Des Zänkers Vormundschaft über den kleinen König haben die Reichsgrößen zwar akzeptiert, doch dass er sich hier in Quedlinburg quasi selbst die Krone aufsetzen will, in der Nachfolge Ottos des Großen, geht vielen zu weit. So verliert der Zänker einen Großteil seines Anhangs. Unterdessen ist auch Willigis nicht untätig. Die Truppen des Reichskanzlers und seiner Verbündeten greifen die Armee des Zänkers an.
Bei Weimar und Merseburg werden die Zenkertreuen eingeschlossen. Heinrich von Bayern muss verhandeln. Am 29. Juni 984 erscheinen Theophanu und Adelheid mit großem Gefolge im thüringischen Rohr in der Nähe von Meiningen. Theophanu weiß, sie hat gesiegt. Aber noch immer hat der Zenker ihren Sohn in seiner Gewalt. Sie lässt ihm ein Angebot überbringen, das ihn sein Gesicht wahren lässt. Wenn sie den Sohn zurückbekommt, erhält er sein Herzogtum Bayern wieder, das er einst verlor. Heinrich der Zenker ist politisch am Ende. Sein Aufstand ist gescheitert und die Chance groß, dass Theophanu ihren Sohn bald wieder in die Arme schließen wird. Theophanu bereitet sich sorgsam auf den großen Augenblick vor. Denn es geht nicht nur um ihren Sohn, sondern auch um eine Demonstration der Macht im Reich. Die Quedlinburger Jahrbücher von 985 berichten über des Zenkers Auftritt. Demütig, in Kleidung und Haltung, schämte er sich nicht, sich zu ergeben. Und er versprach, künftig dem Reich mit unverbrüchlicher Treue zu dienen. Dieser Tag im thüringischen Rohr wird zu Theophanus politischem Triumph. Es ist ihr gelungen, den Herrschaftsanspruch ihres Sohnes, die Krone der Ottonen, zu sichern. Damit gelingt Theophanu ein Glanzstück mittelalterlicher Diplomatie. Heinrich der Zenker gehört von nun an zu ihrem engsten Gefolge und niemand mehr wird die Regentschaft der Kaiserin Theophanu in Frage stellen. Im Alter von 24 Jahren hat Theophanu die Nachfolge Ottos des Großen angetreten. Sie ist die mächtigste Frau Europas. Der Triumph der Kaiserin und die Wiederkehr des Sohnes beeindrucken das Volk so sehr, dass es meint, über Thüringen, über dem kleinen Ort Rohr, einen Stern aufgehen zu sehen. Thietmar von Merseburg hält fest: Da leuchtete strahlend der Stern des von Gott vorbestimmten Herrschers am hellen Tage und alle sahen ihn. Laien und Priester stimmten einmütig den Lobgesang Christi an und alle Misstöne verklangen vor dem einen Herrscher. Theophanu denkt jetzt vor allem an die Zukunft ihres Sohnes. Für ihn will sie das Erbe ihres Mannes und ihres Schwiegervaters für alle Ewigkeit sichern. Darum zieht sie 986 gegen die Slawen, um die Gebiete hinter der Elbe zurückzugewinnen. Der 6-jährige Otto reist mit den Truppen, um den königlichen Herrschafts- und Regierungsanspruch zu demonstrieren. Theophanus Bündnis mit Adelheid hat seinen Zweck erfüllt. Die beiden Frauen haben die Machtsphären im Einvernehmen aufgeteilt. Adelheid kehrt zurück in die Kaiserpfalz von Pavia und vertritt in Italien die Interessen der ottonischen Dynastie. Nördlich der Alpen inszeniert 986 Theophanu mit großer Geste und Sinn für Wirkung den Osterhoftag zu Quedlinburg. Noch einmal lässt sie ihren 6-jährigen Sohn salben und krönen, um vor aller Augen seine legitime Königsmacht zu demonstrieren. Dort, wo Otto der Große seine Kaiserwürde zelebrierte, zeigt nun Theophanu ihre Macht und hätte ihren einstigen Mentor und Schwiegervater wohl mit Stolz erfüllt. Theophanu hinterlässt mit ihrer Politik Spuren in Europa. Während sie gegen die Slawen im Osten militärisch vorgeht, setzt sie im Westen auf Diplomatie. Sie sichert den Ottonen den Besitz Lothringens, indem sie ihre alten Verbündeten im Reich der Westfranken fallen lässt und dem konkurrierenden Haus der Kapetinger zur Macht verhilft.
Diese Ereignisse gelten als Geburtsstunde Frankreichs. Der Kampf um die Macht aber, die ewige Regentschaft vom Pferd aus, haben der Gesundheit Theophanus arg zugesetzt. Eigentlich will sie schnell nach Rom, um auch dort die Weichen für die Zukunft ihres Sohnes zu stellen. Erst im Herbst 989 kann sie endlich aufbrechen. Nur mit wenigen Getreuen reist sie, ohne Heer und die üblichen gepanzerten Ritter. Für das 10. Jahrhundert ein außergewöhnliches, mutiges Unternehmen. An Ottos Todestag, dem 7. Dezember 989, tritt Theophanu in einer Staatszeremonie an sein Grab. Und sie erreicht, dass der Papst zusagt, Otto III. Zum Kaiser zu erheben. Von Rom aus nimmt sie Verbindung nach Osteuropa auf, nach Prag, Kiew, Ungarn und Polen. Sie sucht Frieden mit ihren Nachbarn und schafft erste Grundlagen für eine Art europäisches Staatensystem. Auf das wird ihr Sohn später aufbauen. Zugrunde liegt die byzantinische Idee, der Kaiser sei Vater des Staatenbundes und Könige und Fürsten seine Söhne. Theophanu ist auf dem Gipfel ihrer Macht. In Ravenna unterschreibt sie, wie einst Otto der Große und die römischen Kaiser, erstmalig Urkunden in männlicher Form mit Theophanius Imperator Augustus. Eine machtbewusste, fast selbstherrliche Geste. Ende 990 berichtet Bischof Tietmar von Merseburg in seiner Chronik von einer Sonnenfinsternis. Er sieht sie als Prophezeiung eines drohenden Unheils, das die Kaiserin ereilen wird. Theophanu hält sich zu dieser Zeit in einer ihrer Lieblingspfalzen in Nimwegen am Rhein auf. Als sie spürt, dass ihre Kräfte schwinden. Sie fühlt den Tod kommen und bereitet sich auf das Ende vor. Sie lässt ihr Haar abschneiden. Gereinigt und im Büßergewand will sie vor den Herrn treten. Im Alter von 31 Jahren stirbt sie am 15. Juni 991 in ihrer Pfalz auf dem Höhepunkt der Macht. Den Rhein hinab wird sie von Nimwegen nach Köln überführt. Dort wird sie in der Kirche St. Pantaleon bestattet. Die Nachwelt wird Theophanus Andenken zwiespältig behandeln. Es reicht von tiefer Verehrung bis hin zu übler Schmähung. Vielleicht, weil sie eine Frau war und nie den Ruf einer Landesfremden verloren hatte. Doch gerade als Frau hat sie in der mittelalterlichen Männerwelt Außerordentliches geleistet. In seiner größten Existenzkrise bewahrte sie das Reich der Ottonen vor dem Untergang, schuf Ausgleich und Frieden im Innern. Am weisesten urteilte wohl Tietmar von Merseburg, auch wenn selbst er nicht frei von Vorurteilen war. Obgleich dem zerbrechlichen Geschlecht angehörend, war sie von besonnener Festigkeit im Sinn und, was in Byzanz selten ist, von vorbildlichem Lebenswandel. Mit männlicher Wachsamkeit bewahrte sie das Reich ihres Sohnes. Freundlich dem Rechtschaffenden, furchteinflößend und überlegen.